Im August 2009 verbrachte ich einen warmen Sommertag bei der Preßnitztalbahn. Vor dem Wasserhaus von Steinbach wurde die sächsische 4K 99-15-68 für die nächste Fahrt vorbereitet. Nach dem Abschmieren und Putzen kann es losgehen. Vorbei am Haltepunkt Wildbach rauscht die Museumsbahn, die nach der Wende unter Mühen wieder aufgebaut werden musste, nachdem man die Strecke erst Ende 86 stillgelegt und bis 89 demontiert hatte. Die Brücke, über die der Zug eben in den Bahnhof von Schmalzgrube einrollte, musste neu errichtet werden. Sie wurde 1996 fertiggestellt. Der BÜ in Schmalzgrube muss durch einen Posten mit Flagge gesichert werden, bevor der Zug ausfahren kann. Die Station ist bis heute vor dem Lokschuppen von Jöhstadt. Das eigentliche Bahnhofsgebäude ist zurzeit noch unerreichbar, da ein Ende der 80er errichteter Wohnblock den Weg versperrt. Nachdem die Vorräte mit Muskelkraft ergänzt wurden, kann die Lok sich für die Rückfahrt wieder vor den Zug setzen. Dann geht's los. In Schlössl warten schon zahlreiche Fahrgäste auf den Zug.
allem die Plätze im offenen Aussichtswagen sind bei 26 Grad sehr begehrt. Ausfahrt verabschiedete ich mich dann auch schon wieder von der Prestitztalbahn. Auf Wiedersehen!